Liebe Pixelzähler, heute schauen wir uns an, wie man 4K-Video zu echtem 8K zaubert. Ohne Kamera. Dafür aber mit der KI-Software Topaz Video AI. Ja, wer braucht schon 8K? Aber es gibt eine spannende Anwendungsmöglichkeit. Nämlich, wenn ihr Interviews in 8K habt, dann könnt ihr weiter in das Bild hineinzoomen. Ja, beispielsweise für Randsprünge beim Schneiden. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, das ist spannend, was ich euch jetzt zeige. Und zwar, ja, vielleicht macht ihr das ja auch, dass ihr in 4K aufnehmt und dann kann man eben so ein bisschen reinschneiden. Und ja, mit 8K wäre es natürlich viel cooler, oder? Also es ist so, ja, dieses Bild, was ihr hier seht, das ist ja eine 4K-Aufnahme. Und ja, wenn man jetzt, wenn ich hier mich verhaspel und ich will diesen Fehler hier rausschneiden, dann mache ich einfach einen Schnitt. Und dann ist man jetzt zu 50% im Bild drin. Ja, da habe ich eben jetzt im Cut, im Editing-Programm diesen Randsprung gemacht. Habt ihr jetzt einen 4K-Fernseher, seht ihr, ja, das ist so ein bisschen unschärfer geworden. Habt ihr nur eine Full-HD-Quelle, dann merkt ihr wahrscheinlich das gar nicht, was jetzt gerade passiert ist. Das ist ganz okay. Das mache ich öfters so und ja, vielleicht ihr auch. Wenn man jetzt aber noch näher will, ja, mal angenommen, man will ans Gesicht ran, ja, dann seht ihr vielleicht schon, hier wird so ein bisschen körnig und auch unscharf. Also man ist limitiert auf diese anfangs 4K-Auflösung. Ja, also so richtig tief ins Bild weiter rein kann man so nicht. So, jetzt springen wir wieder zu 4K zurück. Aber was wäre zum Beispiel, wenn wir dieses Bild jetzt zu einem 8K-Bild machen? So, jetzt sind wir 8K. Und wenn ich jetzt wieder in diese Nahaufnahme springe, ja, dann sieht das Ganze so aus und besser als vorher, oder? Jetzt zeige ich euch nochmal, wie es ohne Topaz aussehen würde. Ja, also ganz interessant, es ist natürlich aufwendig, jetzt so ein ganzes Interview in 8K rumzurendern, damit man diese technische Möglichkeit hat. Aber es ist eine Möglichkeit, so Topaz einzusetzen. So Leute, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das mal hier in Topaz Video AI an, und zwar in der Version 3.4.0. Ihr seht, ich habe das Bild hier schon reingeladen, die 4K-Aufnahme, auch relativ, ja, ich glaube 4.2.0 und H.264 habe ich es aufgenommen. Also nichts wirklich gering komprimiertes, sondern doch schon ein bisschen stärker komprimiert, aber völlig okay, aber ihr seht, wenn ich hier reingehe, ist natürlich nicht so richtig scharf. Ja, und ich habe auch hier so ein bisschen Korn, sehe ich hier. So Komprimierungsartefakte, das sieht man, sehe ich, wenn ich so ein bisschen seitlich auf den Monitor schaue. Ansonsten ist es fast ein Schwarz. So als Aufnahme ist das auch völlig okay und sehr schön. Und der Autofokus hat auch alles scharf abgebildet. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was wir daraus machen. So. Hier ist das Input-Video und hier im Output, da habe ich schon eingestellt 8K. Ja, ich habe hier schon ein bisschen eben was gerendert. Hier klickt man dann rauf, 25 Frames pro Sekunde, das lassen wir. So, Stabilisierung brauchen wir nicht, Deblur brauchen wir nicht, eine Frame-Interpolation brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen eine Brise-Enhancement, ja, um das Ganze anzuschärfen. Und ja, das ist eine Progressive-Aufnahme, 25p, und ich benutze sehr gern den ProToys von diesen ganzen ja, Filtern. So, und ich wähle immer manuell an und dann frage ich immer, was würdest du vorschlagen? Und er hat mir zuerst das hier vorgeschlagen und ich kann euch ja mal zeigen, was dann passiert. Ja, ihr seht ein bisschen Compression, ein bisschen Detail, ein bisschen Sharpen, kaum Reduce Noise, bisschen die Halo. Und hier von der Mitte von 0 hat er minus 8 die Blur gesagt. Und ja, ich finde, da sieht man ja kaum was. Ne? Das ist ein Tick schärfer. Vielleicht ist die Erfahrung auch, dass das okay ist. Ich habe nun auch keinen 8K-Monitor hier, aber mir ist das ein bisschen zu wenig. Und deswegen habe ich ein bisschen richtig Gas gegeben. Ich habe Moment, ich stoppe das mal hier. Stopp. Ich habe tatsächlich Sharpen mal ganz krass angehoben, weil ich sehen will, wie könnte es denn aussehen. So, und ihr seht hier schon, na, diese Brillendetails sehen schon sehr gut aus. Viel besser, auch das Auge.
Und auch meine Hautunreinheiten, die sind so, ja, die hat er hier relativ gut dargestellt, finde ich super. Und auch so ein bisschen die Bartstoppeln sieht man nun, ist nicht super scharf, aber ist völlig okay. Und ich kann sie auch mal abfahren lassen. So ein bisschen schneller geht es hier nicht an meinem GTX 1070 Rechner. Das ist aber echt okay, finde ich. Ne? Also wenn man so einen Randsprung in diese Bildauflösung haben möchte, finde ich, kann man das machen. Und wenn ihr am Ende Full HD oder 4K habt, ist das echt amtlich, ohne Kamera. Ja. Da ich das aber, ja, viele mögen das ja nicht. Ich habe jetzt hier keine Maske bei mir gemacht, aber die sagen, oh, Hautunreinheiten und so will ich nicht sehen. Von daher habe ich so ein bisschen Reduce Noise angehoben und bin mit Sharpen ein bisschen wieder zurückgegangen und habe das hier draus gemacht. Das ist so ein bisschen dezenter, aber auch hier sind ein bisschen noch meine Hautunreinheiten. Und wir gucken mal hier auf die Haare. Ja, das finde ich auch extrem spannend. Ich fahre es auch nochmal ab. Auch hier eine sehr saubere Darstellung. Ja, hier oben sieht man vielleicht schon so ein bisschen, ja, das ist vielleicht nicht so ideal. Ja, also man könnte Schaben auch noch ein bisschen zurücknehmen. Aber das, was ihr hier seht, das ist das Bild, was ihr eben im Video gesehen habt. Ja, ein Problem hatte ich aber hier bei der ganzen Sache. Ich wollte ja 8K, das alles eingestellt und hatte immer Abstürze. Und zwar hatte ich hier bei meinen Output-Settings tatsächlich H264 angewählt. Und ihr seht, da kommt auch schon so ein Error. Also das funktioniert nicht mit H264 bei mir. Ich musste dann tatsächlich ProRes oder H265, das funktioniert, einstellen. Beziehungsweise der Toppers Service gab mir noch einen Tipp. Geh doch mal hier oben zu File, haben die gesagt, Preferences. Na, und hier könnt ihr die Prozessorauslastung, oder nee, den Speicher der Grafikkarte, könnt ihr die Auslastung, glaube ich, verringern. Die meinten irgendwas mit 40 oder 45. Das können wir mal machen. Das rendert natürlich jetzt langsamer und das will ich eigentlich nicht. Wir können ja jetzt nochmal klicken. Nee, also es gibt immer noch einen Error. Das funktioniert hier so nicht, aber für mich ist ProRes für die kurzen Clips, die ich mache, völlig okay. Oder wenn ihr sparsam sein wollt, H265 geht auch. Also das ist schon echt cool. Klar, wer braucht 8K, aber in diesem Fall macht das wirklich Sinn, ja, für Interviews. Und ja, oder auch eine Landschaftstotale, die irgendwie so ein bisschen mau wirkt und ihr habt wirklich ein 4K-Bild, dann könnt ihr auf diese Art und Weise ein 8K zaubern. Ja, wenn ihr an dieser Stelle solche Tipps toll und hilfreich findet, ja, dann folgt einfach dem Link unter meinem Video. Wenn ihr darüber Toppers kauft, dann wird da, das ist ein Affiliate-Link, bei mir ein bisschen was generiert und es hilft meinem Kanal. Und ja, ihr kauft diese Software, ihr habt die dann ein Jahr lang, könnt sie dann immer noch updaten bis dahin und danach nicht mehr. Aber ihr habt die Software, die funktioniert dann immer noch, auch ohne Wasserzeichen. Und wenn aber dieses Jahr abgelaufen ist, ja, dann könnt ihr da für weniger Geld eine Verlängerung kaufen. Auch da einen Link nutzen und auch das hilft mir tatsächlich. Liebe Leute, ja, Toppers Video Enhance ist jetzt keine super krasse Videosoftware, aber sie wird immer Stück für Stück besser und ich persönlich bin schon sehr begeistert von dem, was sie kann. Auf jeden Fall sie auch sehr einfach zu bedienen und ja, schauen wir mal, was da in der Zukunft noch alles kommt mit dieser Software. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, gerne den Clip liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao.